Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Es gibt wieder Apothekenboxen oder es gab Apothekenboxen. Ich denke, die meisten werden jetzt schon wieder nicht erhältlich sein, wenn ich das Video veröffentliche. Leider, leider. Es gab insgesamt drei. Es gab zuerst die Doc Morris Apothekenbox. Die habe ich nicht abgedreht, weil die mich überhaupt nicht gecatcht hat. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe dann zuerst reingeguckt und dachte, was mache ich jetzt? Ich habe ein paar Sachen ein bisschen angetestet, war alles nicht mein Fall. Es ist alles eins zu eins weitergewandert in irgendwelche Pakete. Aber jetzt hat mich die Medpack Sommerbox erreicht. Schon, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen. Die habe ich einfach liegen lassen, weil ich gar keine Zeit hatte zu filmen. Und dann hat mich jetzt die Medikamente per Klick Sommerbox erreicht. Ja, wir schauen jetzt zusammen rein, was alles drin ist und vergleichen die zwei Boxen ein bisschen miteinander. Welche lohnt sich mehr? Oder ja, lohnt sich da wirklich bei der Medpacks-Box ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen? Oder tut es auch die Medikamente per Klick-Box, die günstiger ist? Wir schauen zusammen rein. Von der Größe her meine ich, dass in die Medpacks Box doch ein bisschen mehr reinpasst als in die Medikamente per Klick Box. Die ist zum einen ein bisschen höher, ein bisschen größer und die hat auch mehr gekostet. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. 21,79 Euro habe ich für diese hier bezahlt. Und für diese hier 15 Euro. Das sind 6,79 Euro mehr. Was die eine kostet, entspricht 30%. Manchmal will ich es genau wissen. Und jetzt interessiert es mich, ob es gut war, 30% mehr für die hier auszugeben. Oder ob es die vielleicht auch nur solo getan hätte. Ob sich vielleicht Produkte ähneln oder doppeln oder so. Interessiert mich auch. Also, und wenn ihr euch fragt, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe heute einfach meinen chilligen Spa-Day. Ich teste gerade neue Eyepatches. Mega, mega schön, komfortabel. Ich stelle sie euch bald vor. Seid also gespannt. Ja, und deswegen, ich chill heute einfach ein bisschen herum und habe mir gedacht, jetzt packe ich endlich einmal die Boxen aus und gucke da rein. Ich mache aber keine Verlosung mit den Produkten, die nicht bei mir bleiben, weil meine Mama, meine Schwester, die lieben so Apothekenprodukte. Und da werden die restlichen, die dann nicht bei mir bleiben, werden dann an meine Mama und meine Schwester dann einfach weitergehen. Jo, ich mache jetzt mal beide auf. So, geöffnet und Grisselpapier und sowas entfernt, sind beide sehr, sehr gefüllt. Ja, in Apothekenboxen kann so alles drin sein. Meistens ist immer Duschgel, Reinigungszeugs mit drin, Cremes sind oft mit drin. Es sind aber auch Nahrungsergänzungsmittel drin und öfter sind Produkte drin für die Frau ab den Wechseljahren. Das habe ich jetzt auch schon bemerkt. Bin ich mal gespannt, ob es da auch wieder so Produkte gibt, wo dann nur für eine gewisse Zielgruppe einfach dann sind oder ob das wirklich Produkte auch in den Boxen sind, die alle benutzen können. Das riecht mega, mega toll. Das ist jetzt aus der Medpacks Box ein Shampoo für Hair and Body. Das heißt, ja, ein Duschgel oder Shampoo und ist für nach der Sonne gedacht. Sehr cool und das duftet mega gut. Und hier haben wir ein Cleanser. Ist wahrscheinlich dann auch ein Duschgel. Genau, ist auch ein Duschgel. Und das riecht gar nicht raus. Ich lasse es jetzt auch einmal noch zu, weil das hier riecht so gut. Das muss auf jeden Fall gleich unter die Dusche. Und hier rieche ich noch nichts. Dann lasse ich mal das noch ein bisschen länger zu. Das ist auch beides verschweißt, oder? Ja, ist beides verschweißt. Also schon mal gutes erstes Produkt auf beiden Seiten. Nyx ist eine Tierversuchsmarke, aber wenn ich die Sachen in den Boxen drin habe, benutze ich die auch. Weil dann habe ich ja nicht mich für das eine Produkt entschieden und das gekauft und das Unternehmen unterstützt, sondern ich habe mich jetzt einfach für die Box entschieden. In der Medpacks Box, so ein Zungenbrecher, habe ich noch einmal eine Dusche gefunden. Und zwar die Aromapflegedusche Guten Morgen mit Limette und Basilikum. Und ich meine, das ist ein sehr spezieller Duft. Limette, Basilikum, das wird wahrscheinlich nicht allen gefallen. Ist offen, ich kann einmal dran schnüffeln. Ich finde es aber nicht schlecht für den Sommer. Ganz ehrlich, ist sehr, sehr frisch. In der Medikamente per Klick Box gibt es statt einem Duschgel dann noch ein großes Produkt. Das ist von La Mer. Eine Q10 Körperlotion, also eine Bodylotion. Klingt sehr, sehr toll. La Mer ist eben auch eine Apothekenmarke, wie alles hier drin. Und ist nicht diese teure La Mer Marke. Also es gibt zwei Marken, die La Mer heißen, die teure und die Apothekenmarke.
Und ich hatte von La Mer schon öfters was und das war eigentlich immer super verträglich. Und ja, also ich kann jetzt mit Avocado Oil ist da ziemlich weit vorne drin. Sea Salt ist da drin. Ja, klingt spannend. Also ist auch ein Produkt, was ich sehr positiv empfinde. Bis jetzt machen beide sehr, sehr guten Eindruck. Und jetzt gehe ich mal zu diesen kleinen Sachen und Pröbchen, was wir da drin haben. Hier habe ich in beiden von Dermacell ein Produkt. Matepacks Box sind da Augenpads drin. Augenpads Anti-Age. Cool. Und hier die passende Gesichtsmaske dazu. Aus der gleichen Linie, denke ich mal, weil die sehen irgendwie alle gleich aus. Ist auch das gleiche Mädel vorne abgebildet. Sehr cool. Mit Schweizer Eiswein reich an Polypenol. Genau, also wieder positives Produkt auf beiden Seiten. Dann haben wir hier noch was zu trinken auf beiden Seiten. Einmal aus der Matepacks Box der Eiskaffee und aus der Medikamente per Klick Box ein karibischer Tee. Das ist aber ein Beutel, genau, das ist nicht offen, das ist ein Beutel. Und ja, klingt auch beides gut und sommerlich. Dann weiter geht's mit ein bisschen Pröbchen, aber so viele Pröbchen sind nicht so drin, ehrlich gesagt. Da habe ich immer in der Europorn-Box und so mehr drin gehabt. Medpacks-Seite haben wir hier. Super sauber, voll Erfrischungstücher mit Aloe Vera. Was macht man denn mit denen? Ah ja, für Hände und Oberflächen. Ja, ist nicht schlecht, gerade für die Urlaubszeit auch. Und hier haben wir Haartabletten für Frauen. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Ja, das ist einfach ein bisschen auch Pröbchen, Werbung und so weiter. Haartabletten, aber hier ist, glaube ich, nochmal ein Pröbchen drin. Von Bakkanasan, ein Beauty-Kollagen-Drink. Eine Trinkampulle. Ja, das wird bei mir auch weiter wandern. Das ist nicht ganz meins, aber wer es mag, einfach mal so zum Probieren. Gut, jetzt habe ich in der Medpacks Box doch noch eine Bodylotion gefunden und in der Medikamente per Klick Box noch eine Dusche. Also doch, hier haben wir eine Hyaluron Sonnenpflege Abriss Lotion für sanfte Bräune mit Bräunungseffekt. Steht es nicht dran, ob das jetzt für helle Haut geeignet ist, ob das dann so Medium wird oder ob das eher so eine dunklere Bräune ist. Aber ich denke, das dürfte eine sanfte Bräune sein. Ja, nicht schlecht. Also für die, die das mögen, auch kein schlechtes Produkt. Und hier haben wir noch eine Wellness-Dusche drin. Allerdings eine feste von Sebamed. Und die hatte ich schon einmal da. Ich mag den Geruch leider nicht. Das riecht so wie Männer-Duschgel. Das ist leider nicht so meins. Und mein Sohn hat es damals auch nicht gemocht. Ja, das erste Produkt, wo ich sage, ist leider nicht sowas für mich. Also würde ich nicht benutzen. Dann haben wir in beiden Boxen noch etwas für die Füße drin. In der Medikamente per Klickbox haben wir von Evasid ein Fußbalsam, pflegt und belebt. Und hier haben wir von Dermacell Totes Meer ein Fußgelbalsam. Und ich meine auch, dass das sowas Belebendes sein könnte. Genau, es soll erfrischen auf jeden Fall. Also es ist beides, was für den Sommer, was die Füße erfrischen und pflegen soll. Gute Produkte. Ich kenne die Marke Evasid gar nicht. Dermacell kenne ich und wenn ich mich jetzt da entscheiden müsste, würde mir jetzt das hier ein bisschen besser gefallen. Aber wie gesagt, ich kenne beide nicht. Dann hat die Medpacks Box von Physiogel ein Calming Relief für gereizte Haut, eine Handcreme drin. Mega, mega cool. Die kann mein Sohn sehr gut gebrauchen, vor allem im Winter. Für beanspruchte und strapazierte Hände. Und er hat ja Neurodermitis an den Händen und deswegen ist das Produkt ideal für ihn. Genial. Und dann haben wir hier noch ein Produkt drin in der Medikamente per Click Box. Das ist von Bioderma. Gel Dusche, ein Cleansing Gel. Also das ist für Body, Face and Hands. Das kann man nehmen, um Gesicht zu reinigen. Man kann damit duschen oder man kann die Hände damit reinigen. Ist es leider noch zu, sonst hätte ich gern dran gerochen. Bioderma ist leider nicht meine Marke. Das klingt so natürlich, ist es nicht. Ja, also wenn ich mich jetzt hier entscheiden müsste, wäre ich auf jeden Fall hier mit der Handcreme mit dabei. Gefällt mir besser. Und jetzt noch ein bisschen zu Sommerprodukte. Da finde ich in der Medikamente per Klickbox ein Produkt und in der Medpacks Box drei Produkte, wo ich so in diese Kategorie einsortieren würde. Und zwar ist hier einmal eine kleine Probe des Thermalsprays.
Was ich nicht schlecht finde, dass die klein ist, weil das ist einfach so eine Handtaschengröße, die man einmal mitnehmen kann. Von dem her nicht schlecht. Und in der Madepex-Box haben wir hier einmal einen Gesichtssonnenschutz mit 50 Plus von Eucerin. Da sind 20 Milliliter drin, da kommt man ein bisschen aus. Vor allem ist das so eine Mitnehmgröße, ist nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch einen Sonnenschutz. Und das dürfte aber auch für das Gesicht sein, so wie das aussieht, weil das steht gegen für fettige Haut oder zu Akne neigende Haut geeignet. 50 plus Sonnencreme, was auch immer das sehr, sehr cool ist. Ich weiß jetzt noch nicht, das müsste aber auch für das, genau, ist auch für das Gesicht gedacht. Zweimal Gesicht ist jetzt fast ein bisschen viel, aber ich finde so diese Madepex Box geht mehr in Richtung Sonne, Sommer. Und dann ist das hier für mich auch so ein Sommerprodukt. Das ist ein Insektengel von DHU mit Jojobaöl, kühlt die Haut, zieht schnell ein, ist also für nach dem Insektenstich, also nichts vorbeugend, dass die nicht herkommen sollen, dass es unangenehm für sie riecht, sondern das ist für nachher, damit es kühlt und beruhigt den Insektenstich. Finde ich auch ein sehr gutes, nützliches Produkt. So, jetzt haben wir noch Cremeprodukte. Ist ein bisschen schwierig zu vergleichen alles miteinander, weil sie doch teilweise unterschiedlich sind. Auf beiden Seiten haben wir ein Produkt drin von Freiöl auf der Madepex-Seite für den Körper, das Figuröl von Freiöl. Und ganz ehrlich, das haben wir so oft drin gehabt in allen möglichen Boxen. Ich kann es schon bald nicht mehr sehen. Ich habe das sicher schon 3-4 Mal da gehabt. Soll der Haut helfen zu straffen und die Silhouette zu festigen, ist sicher kein schlechtes Produkt, aber ich habe ein bisschen zu viel gehabt davon. Und auf der anderen Seite ist ein Produkt drin, bei der Medikamente per Clickbox, was ich noch nie gesehen habe. Das ist eine Intensivcreme Gold, ein Kollagen Booster gegen trockene und für sensible Haut. Das klingt immer spannend. Größe ist sogar 50 Milliliter. Das ist Full Size. Deckel ist bei mir nicht richtig drauf. Ja, mal drauf gemacht. Hat auch ein schönes Design. Freiöl ist nicht so günstig. Also ist eine Drogerie. Es kommt auch in der Drogerie vor. Gibt es bei uns auch in Müller. Aber ist nicht so eine günstige Marke. Von dem her sehr cooles Produkt. Freue ich mich drüber. Und jetzt, last but not least. Starten wir jetzt mal zum Schluss mit der Medikamente per Klick mit der Seite. Da gibt es von ProYoung eine Hyaluron Anti-Aging Faltenfüller Retinol Nachtcreme. Und in der Madepex Box zum Schluss noch von Vichy Lift Aktiv eine Creme B3 Anti-Tasche für den Tag mit Lichtschutzfaktor 50. Eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50 ist natürlich ein großer Größenunterschied. Aber da haben wir 50 ml und in der kleinen haben wir 15 ml. Vichy kommt in Glas und die Hyaluroncreme in Plastik und ich finde, die Verarbeitung sieht sehr, sehr günstig aus. Nichtsdestotrotz kann die Creme natürlich super sein. Das kann ich natürlich nicht sagen, wenn ich es nicht probiert habe. Grundsätzlich mehr freuen tue ich mich über die kleine, vor allem weil die Lichtschutzfaktor 50 noch mit dabei hat. Also ein bisschen extra Schutz noch. Ob man es dann wirklich so dick aufgibt, dass man Lichtschutzfaktor 50 hat, weiß ich nicht. Aber es ist einfach nur ein bisschen Schutz dabei. So, und das waren die beiden Boxen. Und ich muss sagen, mir gefallen beide gut. Es gibt in beiden nur wenig Produkte, die ich weitergeben würde. Was mir gut gefällt, ist in der Medikamente per Clickbox, dass ich so ein bisschen auch jetzt auf die Nachhaltigkeit schauen und sowas mit Papierverpackung reinnehmen, auch wenn es nicht mein Produkt ist. Aber finde ich trotzdem ein großer Pluspunkt. Und was mir in der Medikamente per Clickbox fehlt, ist irgendein Sonnenprodukt. Es soll ja eine Sommerbox sein, es ist weder Abriss-Sun-Lotion irgendwie drin, noch Sonnencreme, fürs Gesicht nicht und für den Körper nicht. Da ist leider gar nichts drin. Und dieses Haarausfallprodukt hier ist sehr nischenmäßig, also das brauchen wahrscheinlich die wenigsten. Und ja, die andere ist halt teurer, die Madepex. Muss man halt schon sehen, die ist halt schon 7 Euro fast teuer. Im Prinzip sind beide Boxen toll. Ob man immer beide braucht, weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt einfach haben, um sie auch einmal zu vergleichen. Muss wirklich sagen, mir gefallen beide sehr gut. Die Doc Morris dafür hat mir kein Stück so weit gefallen. Aber die beiden finde ich wirklich toll. Ja, also falls es sie noch gibt, schlag zu. Aber ich meine, dass die wahrscheinlich beide schon ausverkauft sind. Ich weiß auch nicht, gibt es sie 2-mal im Jahr oder 4-mal im Jahr.
Aber wenn es die wieder gibt, ich teile das meistens auch auf Instagram oder meine Kolleginnen teilen das auf Instagram. Auf jeden Fall wird da oft Alarm geschlagen und dann sollte man einfach schnell sein, um solche Boxen zu ergattern. Und meistens oder sehr oft bezahlt man auch keine Versandkosten. Ich meine, bei beiden habe ich keine Versandkosten gezahlt, aber bei Doc Morris musste ich Versandkosten zahlen, mit der, die mir nicht so gut gefallen hat. Genau. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich gebe jetzt meine Eyepatches runter. Rutschen 0 fühlen sich mega toll an. Bin begeistert. Also ich erzähle euch in Kürze, worum es dabei geht. Und ja, beende jetzt meinen Wellness-Tag. Vielleicht mache ich noch eine Gesichtsmaske oder irgendwas. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.